Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe hier mit Forex Screener und Manuel Lücke. Ich freue mich sehr, dass wir auch in diesem Jahr zusammen diese Veranstaltung machen können und dürfen. Und ja, mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXFED und wir haben heute das Thema Pivotpunkte erfolgreich handeln. Bevor ich aber jetzt final an den Manuel den Bildschirm übergebe, wie immer der Risikohinweis, den Sie bitte beachten müssen, da das Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken dient. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig und verstehen Sie dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Gut, dann legen wir los, beziehungsweise Manuel. Ich freue mich auf das Webinar, bin gespannt und übergebe jetzt den Bildschirm. Wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Ja, vielen Dank, mein Lieber. Ich mal den Bildschirm übertragen. So, dann sollte man jetzt auch meinen Bildschirm sehen. Ja, wir sehen die Präsentation, aber nicht in dem Präsentationsmodus, sondern die hier. Genau, die starte Okay. ich jetzt mal. Ja, super. Ja, perfekt. Ja, dann auch von mir nochmal herzliches Hallo, schönen Abend. Freut mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und ich hoffe natürlich, Ihnen geht es allen gut. Ich hoffe auch, Sie sind erfolgreich ins neue Jahr gestartet mit profitablen Trades. Für mich ist es auch das erste Webinar in diesem Jahr zusammen mit unserem Partner FXFED. Und wir beginnen dieses Jahr mit einem spannenden Thema, und zwar den Pivotpunkten. Bei den Pivotpunkten geht es um eine Indikation beim Trading, mit der Sie einerseits Trades finden können oder was Ihnen dazu helfen kann, Trades zu finden, und andererseits kann es Ihnen auch dazu helfen, Ausstiege für laufende Trades zu finden. Und ja, wie wir das Ganze finden, worum es überhaupt geht genau mit den Pivotpunkten, wie man das berechnet und wie man das Ganze auch teilautomatisch nutzen kann mit dem Forex-Screener, das werde ich Ihnen heute vorstellen in diesem Webinar. Und ja, bevor wir zum Kern kommen, stelle ich mich doch noch mal kurz vor. Mein Name ist Manuel Lücke. Ich bin schon seit einigen Jahren an der Börse aktiv. Angefangen nicht direkt als Trader, sondern eher als Entwickler von Handelssystemen. Ich hatte damals, noch bevor ich studiert habe, quasi ein Praktikum gemacht in einer Vermögensverwaltung und habe dort das Programmieren gelernt, die Entwicklung von automatischen Handelssystemen. Und ja, wenn man einmal in diesem Umfeld ist, ist es schwer davon wieder loszukommen, weil, also vor allem, wenn man in einem erfolgreichen Umfeld ist und man erstmal sieht, was damit eben so möglich ist, was für Summen man da an einem Tag verdienen kann. Dementsprechend bin ich bis heute noch in der ganzen Thematik geblieben und bin heutzutage mit zwei Projekten in der Branche vertreten. Das eine ist der Forex-Screener, darum geht es heute. Das ist quasi ein Screening-Tool, was hilft, Trades zu finden oder, um genauer zu sein, bestimmte Marktsituationen zu finden. Kriterien kann man eingeben, das gucken wir uns nachher alles an. Und das zweite Projekt, mit dem ich noch viel mehr aktiver bin, das ist Top Trading Software. Da geht es darum, dass wir ja, Handelssysteme entwickeln und generell auch Trading Software entwickeln, individuell. Also teilweise von Endkunden, die mit einer Idee auf uns zukommen und sagen, wir hätten gerne ein Handelssystem, was dann und dann handeln soll. Bitte entwickelt das mal für uns, dann machen wir das. Aber auch im B2B-Bereich sind wir tätig für Monitoring-Software, also quasi Überwachung von mehreren Handelskonten oder auch Copy-Trading-Software, womit man von einem Konto auf mehrere Konten Trades kopieren kann. Und ich sag mal, alles, was sich so automatisieren lässt und mit Trading zu tun hat, das können wir umsetzen. Okay, das Webinar ist natürlich ein bisschen strukturiert, damit auch keiner durcheinander kommt. Und wir würden als erstes klären, was denn Pivotpunkte sind.
Ich glaube, den Begriff hat jeder schon mal gehört, der kein Komplettanfänger ist. Und viele haben da eben auch so ein bisschen eine falsche Vorstellung, was es ist, beziehungsweise denken, dass es so Magic ist, so, ne, dass es, ja, dass dahinter vielleicht keine Formel steckt, wie man das berechnet, sondern dass es KI-mäßig einfach festgelegt wird. Das werden wir gleich uns mal angucken. Und danach schauen wir uns das auch nach der Theorie direkt im MetaTrader an. Wir haben einen Indikator entwickelt aus unserem Hause, der die Pivotpunkte einzeichnet. Den stellen wir heute auch noch zur Verfügung. Können sich alle runterladen für die MetaTrader 5. Und ja, wenn wir dann Pivotpunkte verstanden haben und auch im MetaTrader fit sind, damit umzugehen, dann gucken wir uns mal ein paar Trading-Szenarien und Setups an, um halt den Sprung in die Praxis zu machen. So, was sind Pivotpunkte? Die Pivotpunkte haben wir hier einmal eingezeichnet. Und zwar sind es die horizontalen Linien. Davon haben wir ganz genau 7 Stück. In der Mitte ist der gelbe, der nennt sich Pivotpunkt P. Und danach haben wir eben 3 Pivotpunkte nach oben und 3 Pivotpunkte nach unten, also unter und über dem Pivotpunkt P. Und diese Linien, die berechnen sich eben aufgrund der Vorperiode, also des Vortages, wenn man das Ganze eben auf Tagesbasis betrachten möchte. Wir brauchen also quasi immer mindestens eine abgeschlossene Kerze, um das Ganze zu berechnen. Das heißt, wenn jetzt irgendwann mal ein neues Handelsinstrument aufmachen sollte und wir sind jetzt am ersten Tag live dabei, dann haben wir da noch gar keinen Pivotpunkt, den wir irgendwie nutzen können. So, das passiert uns aber natürlich eher selten. Und was doch viel wichtiger zu wissen ist, wie diese Pivotpunkte denn überhaupt funktionieren, wenn sie einmal eingezeichnet wurden oder berechnet wurden. Und das Ganze fungiert eben als Unterstützung und Widerstand. Also wir haben halt die Punkte P, R1, R2, R3, S1, S2, S3 und das R steht dabei für Resistance, also Widerstand, und das S steht für Support oder Unterstützung. Und dementsprechend kann man eben in diesem Chartbeispiel auch sehen, dass an den Linien, wo halt die Pivotpunkte eingezeichnet sind, wenn der Chart oder der Kurs entsprechend dort ranläuft, dann nimmt er das eben auch als Widerstand oder Support. Also hier sieht man eben, der Kurs, der kommt gerade von unten, von dem Pivotpunkt P, nachdem er hier schon mal von unten sich daran den Kopf gestoßen hat, dann den Durchbruch geschafft hat. Und dann testet er eben das nächste Widerstandslevel, was in unserem Falle eben der Pivotpunkt R ist. Den testet er eben von unten und er schafft den Durchbruch nicht, da der Widerstand in dem Moment eben groß genug ist. So. Und ja, wenn er es nicht schafft, diesen zu durchdringen, dann ist es in der Theorie eben immer so, dass er schaut auf der anderen Seite, also quasi nach unten läuft und dort auf den nächsten Widerstand trifft, um diesen eben zu durchbrechen oder eben wieder zu testen und nicht zu durchdringen. Und wenn man sich das Ganze jetzt eben mal anschaut, gibt es hier einige Einzeichnungen, wo innerhalb von 3 Handelstagen die Pivotpunkte einfach oft angetestet werden, oftmals auch der gleiche. Und so kann man eben sehen, Widerstände sind im Trading sehr, sehr wichtig. Pivotpunkte sind auch nicht die einzigen Widerstände, die wir haben, sondern da gibt es noch zahlreiche andere, beispielsweise auch Preismarken oder eben auch Widerstände, die wir einfach optisch wahrnehmen können, also die ein Programm vielleicht gar nicht gut erfassen kann, sondern die man einfach visuell wahrnehmen kann, wo der Kurs oft abgeprallt ist, aber man das Ganze halt nicht vereinheitlichen kann, dass dort irgendwie sich dieses Level nach einer Formel berechnen lässt. Anders bei Pivotpunkten, hier haben wir eine eindeutige Formel, um diese Linien zu berechnen und das wollen wir uns eben auch mal angucken, wie diese Formel aussieht, damit wir einmal wissen,
was denn da eigentlich dahinter steckt und welche Faktoren vielleicht nicht nur für die Berechnung wichtig sind, sondern generell auch im Trading vielleicht anders wichtig sind, also dass man sich das noch anders ableiten kann. Und für die 7 Punkte, die wir haben, haben wir einmal die 7 Formeln quasi niedergeschrieben. Und zwar bei jeder Kerze, Sie wissen es vermutlich, wir haben Open, High, Low, Close Kurse, ne? Also Eröffnungskurs einer Kerze, dann haben wir das Hoch, was gemacht wird, Tiefpunkt der Kerze und den Schlusskurs einer Kerze. Und anhand dieser 4 Informationen können wir die Pivotpunkte komplett errechnen. Dafür müssen wir einfach uns die Vorkerze nehmen, die Vortageskerze nehmen. Und die muss natürlich abgeschlossen sein. Und dann können wir einfach in die Formel einsetzen, den Hochkurs, Tiefkurs und den Schlusskurs und teilen das Ganze durch 3. Das ist quasi dann einfach der Durchschnitt der 3 Kurse und dann erhalten wir den Pivotpunkt P, welcher in dieser Zeichnung quasi der gelbe ist. So kann man Pi mal Daumen auch immer sagen, ja, der Pivotpunkt P, der liegt immer so circa in der Mitte. Also wenn jetzt der Schlusskurs auch in der Mitte liegt, ne? Wenn jetzt komplett in der Mitte liegt zwischen Hoch- und Tiefpunkt, dann ist der Pivotpunkt P auch haargenau in der Mitte vom Tag. Die anderen Punkte, um die zu berechnen, gucken wir uns vielleicht mal direkt ein Zahlenbeispiel an, was ich Ihnen mitgebracht habe, um das Ganze nochmal zu verdeutlichen. Und zwar haben wir jetzt einfach mal uns die Daten ausgesponnen für den Hoch. Für das Hoch der Kerze haben wir 1,1, dann haben wir eben den Schlusskurs mit 1,0 und 0,9. Und wenn wir das Ganze jetzt erstmal in die Pivotpunkt-P-Formel einsetzen, dann erhalten wir die 1,0, wo eben der Pivotpunkt-P liegt. Also das meinte ich gerade, dann liegt er eben genau in der Mitte. Am einfachsten zu verstehen ist, wenn man sich erstmal danach die Formel des Pivotpunktes R2 oder S2 anguckt. Dann hier sieht man, wenn wir uns den Pivotpunkt P nehmen und darauf addieren wir das High minus dem Low. Und das ist ja nichts anderes als die komplette Tagesrange des Vortages. Also wenn wir uns das High minus dem Low abziehen, mathematisch gesehen, haben wir dann genau diese Distanz. Und die packen wir jetzt einfach drauf auf den Pivotpunkt P. Das wird hier einfach einmal rauf addiert. Und dann kann man eben sehen, dass die Kerze, die Vortageskerze, quasi genau die Range ist zwischen dem Pivotpunkt P und R2. Und genau das Gleiche haben wir auch mit dem Pivotpunkt P und S2. Das heißt quasi, eine Vortageskerze trennt quasi diese beiden Levels. Und wenn wir uns jetzt mal den Pivotpunkt S3 und R3 angucken, dann haben wir eben eine sehr ähnliche Formel, da wir einfach nicht auf dem Pivotpunkt P, sondern diesmal auf R1 unsere Vortagesrange addieren. Und dann packen wir einfach die komplette Kerze noch einmal hier drauf. Und so ergeben sich quasi die Punkte. Also keine Hexerei, sondern eigentlich alles abhängig von der Vortagesrange, die hier genommen wird. Für die Punkte R1 und S1 gibt es eben noch eine ein bisschen andere Formel, kann man sich angucken, aber ich finde es auch nicht so wichtig, die zu erläutern, da ich mich jetzt persönlich an diesen Punkten auch nicht so orientiere. Aber da kann ja jeder selber nochmal reinschauen, der dabei Interesse hat. So. Dann sind wir mit dem Theorieteil erstmal soweit durch und ich würde sagen, ich gucke mal kurz in die Fragen hinein. Hier ist die Frage, wird der PP auch POC genannt? Pivotpunkt, nee, wird er nicht. Das sind 2 verschiedene Sachen. Also der Pivotpunkt P habe ich ja gerade erklärt, was es ist. Und der POC, das haben wir eben in dem Volumenprofil. Und zwar, ich weiß nicht, ob Sie das vielleicht schon mal gesehen haben, aber an Charts haben wir dann meistens einfach so ein Volumenprofil, wo gezeigt wird, wo am meisten Volumen rumgegangen ist am Tag, an diesem Handelstag.
Und da, wo das Ganze eben am meisten ausschlägt in diesem Profil, da haben wir diesen sogenannten POC, der Point of Control. Aber das ist eben noch mal eine andere Thematik. Und ja, das ist Volume Trading. So. Ansonsten gibt es erstmal bis dahin keine weiteren Fragen, sodass ich sagen würde, wir gucken uns das Ganze im MetaTrader an. Ich habe den MetaTrader 5 installiert und wir haben ja den Pivotpunkte-Indikator, den wir Ihnen zur Verfügung stellen wollen, auch entsprechend für den MetaTrader 5 entwickelt. Und Sie können diesen auch gerne herunterladen. Müssen Sie einfach mal kurz den Link hier abtippen. Recht simpel. Und dann können Sie sich das Ganze herunterladen. So. Ich zeige Ihnen auch am besten mal, wie Sie das Ganze installieren im MetaTrader. Und dann haben Sie schon mal alles, was Sie brauchen, um sich die Pivotpunkte im MetaTrader 5 visualisieren zu lassen. So. Und dann, ja, wenn der Download quasi komplett ist, dann haben Sie die Datei, die Sie runtergeladen haben, und Sie gehen im MetaTrader einfach auf Datei, Dateiordner öffnen und klicken dann auf den Ordner MQL5. Dort gibt es nochmal verschiedene Ordner und für uns interessant ist der Indicators-Ordner. Das ist der Ordner, wo man eben Indikatoren ablegt. Hier können Sie den Ordner entweder direkt hineinpacken. Ich habe ihn jetzt nochmal in einem Unterordner, ist auch gar kein Problem. Und das ist quasi die Datei, die Sie dann runtergeladen haben und in den Ordner reingepackt haben. Wenn Sie den jetzt hier abgelegt haben, dann können Sie einfach per in diesem Navigatorfenster hier in den Indikatorenbaum gehen und machen da am besten nochmal einen Rechtsklick oben auf Indikatoren, Rechtsklick aktualisieren. Dann lädt er eben nochmal auch den neuen Indikator, den wir jetzt reingepackt haben und dann entsprechend, ich habe ihn ja in dem Ordner FS Pivots heißt er. Dann können wir einfach einen neuen Chart öffnen. Hier ist jetzt noch kein Indikator drauf. Und entweder wir nehmen jetzt den Indikator und ziehen ihn hier rein per Drag and Drop oder wir machen einfach einen Doppelklick und dann klicken wir quasi auf OK. Und dann wird der ganze Indikator geladen. Der ist jetzt auch quasi nicht so wie in dem Screenshot, den ich gezeigt hatte. Hier wird er einmal quasi von einem Tag werden hier die Pivotpunkte berechnet und komplett durchgezogen. Aber wenn man es genau nimmt, dann ist es ja so, dass jeden Tag oder nach jedem Handelstag, dass es quasi neue Pivotpunkte gibt. Und dementsprechend können an jedem Handelstag die Pivotpunkte aufgrund des Vortages berechnet werden. So. Und das habe ich jetzt einmal, ja, veranschaulicht. Man sieht jetzt quasi für jeden Tag die 7 Punkte. Und jetzt kann man ja mal sich einfach den Chart ansehen und man wird hier schon erkennen, dass eben oft, also natürlich nicht jedes Mal, sondern aber oft der Chart an so einen Pivotpunkt stößt. Sagen wir mal, heute hätte man den Pivotpunkt P einfach handeln können. Der Kurs kommt von unten und prallt hier ganz stupide ab. Hier sind wir jetzt wieder in der Nähe von einem weiteren Pivotpunkt, der wurde aber schon überlaufen. Das heißt, hier hätte man nicht direkt einen Long-Einstieg machen können. Also generell würde ich auch nicht empfehlen, einen blinden Einstieg zu machen, auch wenn es manchmal ganz gut aussieht. Man muss sich eben immer im Kopf behalten, dass der Pivotpunkte-Indikator quasi eine Indikation ist und keine reine Handelsstrategie. Also sie kann das Ganze, unsere Intention unterstützen und uns quasi den Weg weisen.
Aber es ist keine alleinige Handelsstrategie. Also man sollte immer sich auch noch andere Aspekte des Marktes eben anschauen, bevor man dann einen Trade eingeht. So. Was eben für Aspekte immer mit reinspielen können, sind beispielsweise, wie weit ist denn die Strecke der Markt schon gelaufen? Also wenn der Markt jetzt quasi in so einem Abwärtstrend sich befindet. Und wir haben jetzt so eine relativ lange Strecke schon zurückgelegt, dann ist es umso wahrscheinlicher, dass er irgendwann mal eine Korrektur machen muss. Und wenn er jetzt so eine lange Strecke schon hinter sich hat und wir befinden uns jetzt an einem Punkt, der auch extrem ist, beispielsweise an einem S3-Punkt, dann kann man das immer gerne probieren, dort den Einstieg zu machen. So. Und was ich jetzt auf jeden Fall nicht tun würde, ist, der Markt eröffnet und ich würde an erster Stelle, wenn er jetzt direkt die Berührung macht, einfach blind reingehen. Das würde ich nicht empfehlen. Man kann es immer probieren mit einer kleinen Position Größe, dass man eben sich gegen den Markt stellt, aber oftmals wird man dann doch überrannt und man sollte eben das Ganze im größeren Kontext sehen. Ja. Okay. Ich würde ja jeden, der jetzt sich den Chart mal angeguckt hat, kann gerne mal schauen, wie oft es eben auftritt, dass der Kurs von so einem Pivotpunkt abprallt. Aber man sieht es dann doch recht häufig und findet immer wieder so ja, Situationen, wo das Ganze eben eintritt. Und für uns ist eben immer interessant, dass wir solche Situationen finden wollen. Also wenn wir jetzt im Markt sind, und wir sind hier an der Stelle quasi zwischen zwei Pivotpunkten. Dann müssten wir theoretisch erstmal warten, bis der Kurs sich wieder in der Nähe eines Pivotpunktes begibt, sozusagen. Und jeder Markt hat ja andere Pivotpunkte, die Kurse sind ganz anders. Und da kommt quasi unser Tool Forex Screener ins Spiel, der für Sie automatisiert heraussucht, welche Märkte sich gerade an einem Pivotpunkt befinden. Und da kann man eben direkt auch eingeben, ich werde es Ihnen gleich mal zeigen, dass der Kurs beispielsweise direkt an einem ja, Pivotpunkt R3 oder S3 sein soll, was auch relativ selten vorkommt. Aber das kann man zum Beispiel als Kriterium eingeben. Und ich würde das Ganze einfach gerne mal kurz zeigen. Und zwar haben wir unser Tool forex-screener.de und das Ganze ist auch kostenfrei für jeden, der bei FX Flat ein aktiver Kunde ist, sodass Sie quasi einfach auf unsere Webseite gehen können und Sie sehen auf der Startseite schon Zugang beantragen. Da können Sie einfach einen Formular ausfüllen, sagen, ich bin Kunde bei FX Flat, ich möchte gerne meinen gratis Zugang haben und dann werden Sie den auch erhalten innerhalb von kurzer Zeit. Und wenn Sie sich dann einmal einloggen, dann sehen Sie genau diese Oberfläche hier. Und die Oberfläche hat eine Menge an Filtern, wo Sie quasi Ihre Kriterien eingeben können, wonach Sie den Markt durchsuchen wollen. Denn Pivotpunkte ist eben nur ein kleines Beispiel. Aber wir würden einfach natürlich mit dem Thema mal starten, da es ja heute unser Thema ist. Und wir können uns vielleicht auch mal aussuchen, in welchen Märkten wir dann überhaupt suchen wollen nach Kursen, die an den Pivotpunkten dran sind. Weil vielleicht wollen wir ja gar keine Aktien handeln oder wollen auch keine Indizes handeln, sondern einfach nur Forex-Paare handeln. Dann sagen wir einfach, ja, bitte suche nur in den Forex Major und Minor Paaren und vielleicht suchst du auch noch bei den Indizes. Aber alles andere wollen wir nicht handeln. Und dann handle ich aber auch nur die Stunde oder vielleicht auch M15, wobei das eben bei den Pivotpunkten keinen Unterschied macht. Also H1 ist der Kurs ja genauso an dem Pivotpunkt wie an M15, da der sich ja auf Tagesbasis berechnen lässt. Und die Kurse sind quasi, die Pivotpunkte sind zeitintervallunabhängig. Also nehmen wir einfach mal den H1. Und dann müssen wir quasi nur noch sagen, wir suchen jetzt nach Pivotpunkten. Kann man oben in der Suche eingeben. Pivot, dann werden alle Filter angezeigt, die mit Pivotpunkten zu tun haben. Und hier sieht man eben
eine Gruppe mit den ganzen Filtern, Distanz-zu-Pivot-Punkten auf Tagesbasis, auch ganz wichtig, weil die lassen sich natürlich auch auf Wochenbasis berechnen, aber das ist eher untypisch, sage ich mal. Und dann suchen wir uns eben aus, an welchem Level der Kurs sein soll. Also nehmen wir mal gleich ein Extremum und gucken, wir wollen uns gerne alle Märkte anzeigen lassen, die dicht an einem Pivotpunkt R3 sind. Dabei ist die Prozentangabe eben, wie viel Prozent ist der Kurs jetzt von dem Level entfernt. Und ja, dann scrollen wir runter. Jetzt haben wir gerade kein Ergebnis gefunden. Das heißt, es gibt gerade keinen Markt in unserer Auswahl. Wir haben ja auch die Forex-Paare und die Indizes ausgewählt. Und es gibt davon keinen Markt, der an einem Pivotpunkt R3 sich gerade befindet. Das ist aber kein Problem, weil wir haben ja noch sechs weitere Pivotpunkte, sodass wir uns einfach mal einen anderen auswählen. Durchklicken, hier haben wir jetzt das Gleiche. Auch nicht so schlimm. Nähern wir uns einfach von außen nach innen an. Und ich klicke jetzt einfach mal so lange, bis ich einen gefunden habe. Okay, hier haben wir das Ganze. Und ja, wir haben jetzt entsprechend drei Ergebnisse gefunden, die auf unsere Kriterien zutreffen. Hier unten sieht man in der Karte nochmal, was für ein Kriterium man ausgewählt hat als Hauptkriterium, sage ich mal. Das dann zum S2. Und wir können uns das Ganze einfach mal im MetaTrader angucken, indem wir einfach einmal raufklicken und dann wird das Ganze geöffnet im MetaTrader, wenn man das Add-on installiert hat. Wer es noch nicht kennt, kann ich gerne gleich auch noch was dazu sagen. Aber ich würde sagen, ja, wir schauen uns erstmal kurz diesen Chart hier an. Und zwar der Cut-Yen. So, man sieht jetzt, die Pivotpunkte wurden auch schon automatisch eingezeichnet von unserem Add-on. Nach oben hin gibt es auch die Pivotpunkte, aber durch die Verschiebung sieht man die halt erstmal nicht. Und ja, der Markt, der sieht auf jeden Fall ziemlich interessant aus, muss ich mal sagen. Wir haben jetzt hier so eine Kurve gemacht, oder der Markt hat hier so eine Kurve gemacht. Er ist bei dem Pivotpunkt S1 quasi, den hat er schon öfter mal getestet. Das ist auf jeden Fall interessant, dass der quasi nicht einmal kurz angelaufen wurde, sondern man sieht hier mehrere Berührungen. Das heißt, der Widerstand und hier drüben sogar auch, der Widerstand ist relativ signifikant. Und er wurde aber von oben quasi gesprochen. Also umso öfter er getestet wurde, da gibt es auch so eine Theorie, dass es eben dann schwächer wird, hat der Markt es geschafft, das Ganze zu besprechen und ist jetzt an einem neuen Pivotpunkt, wo er auch nicht direkt Halt gemacht hat, sondern er hat ihn schon mal nach unten, ist sogar der Schlusskurs drunter. Und jetzt ist die Frage, in welche Richtung geht der Markt jetzt oder was kann man mit dem Markt jetzt anfangen? So. Was ich jetzt hier tun würde, ich würde nicht direkt auf den Trading-Knopf drücken, da wir eben das Level schon unterschritten haben und man jetzt nicht weiß, ob er noch es nach oben weiter schaffen wird. Denn eins ist klar, der Widerstand hier oben, der wird nochmal getestet werden. Also der Markt wird auf jeden Fall nochmal von unten kommen und gegen diesen Widerstand laufen. Und jetzt ist die Frage, ob er diese Korrektur, diesen Test quasi von jetzt an durchführt oder ob er sagt, er läuft jetzt nochmal ein bisschen runter. Er hat jetzt hier so einen Zwischenstopp eingelegt, läuft aber nochmal runter bis zum Punkt S3. Und geht dann erst nach oben, um diesen Widerstand zu testen. So dementsprechend würde ich ja warten. Also entweder ich würde mir eine Notification hier anmachen und mich dann entsprechend alarmieren lassen. Oder wenn man sowieso am Rechner sitzt, dann kann man es auch nebenbei aufhaben. So. Und ja, ich würde jetzt nicht empfehlen, direkt long zu gehen, sondern lieber abwarten und dann den Short mitnehmen.
Das wäre jetzt, ich glaube, das Beste, was man aus dieser Marktsituation tun könnte. Ah ja, jetzt sieht man schon, dass der Markt gerade einen Impuls nach unten bekommt. Also war auf jeden Fall gut, was ich gesagt habe. Und was man hier dann eben probieren könnte, ist an dem Punkt S3, wie gesagt, vielleicht einen Long zu riskieren, aber den Stop-Loss auch relativ eng unter den Punkt, unter das Level packen. Okay, vielleicht gucken wir uns auch nochmal einen anderen Markt an. Mal reinschauen. Neuseeland-Dollar-Yen. Der sieht auch interessant aus. Man sieht hier quasi die Linie oder dieser Widerstand, an dem wir uns befinden. Der wurde auch schon öfter mal getestet. Hier wurde eingestochen, durchgestochen. Hier sieht man eben so eine kleine Widerstandssituation. Und hier wurde das Ganze eben auch schon mal von unten angetestet. Hier gilt eigentlich ja, fast das Gleiche, muss ich sagen. Also ich würde hier auch nicht direkt long gehen, schon alleine. Es ist eben ein Abwärtsmarkt und ich mag es lieber eben bei Abwärtsmärkten, wenn man dann halt in den Trend, in die Trendrichtung hineingeht. Also am besten, man wartet eben, bis der Widerstand von oben getestet wird und dann geht man Richtung Short. Richtung Long in einen Abwärtsmarkt kann man sich eben immer verkalkulieren. Wenn man es aber darauf anlegen möchte, geht der Stop-Loss eben unter das letzte lokale Tief zu setzen. Dann kann man das Ganze probieren, bis zum nächsten Widerstand zu handeln, um dann quasi den Stopp zu machen. Also dann ist die Korrektur halt abgeschlossen und dann würde eben die Trendbewegung weitergehen entsprechend. Also ist kein Bilderbuch-Setup, von daher mit Vorsicht zu genießen. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns vielleicht mal noch ein paar Setups an, weil wir haben ja quasi, also ich habe ja schon gesagt, sich alleine auf die Pivotpunkte zu verlassen, ist nicht optimal und man sollte das Ganze immer kombinieren. Und wie man das Ganze kombinieren kann, würde ich jetzt gerne einfach mal zeigen, wie man das Ganze machen kann. Und ja, hier wäre so das erste Setup, was ich mitgebracht habe. Und die vertikalen Linien, das sind eben die Tagestrenner. Also da beginnt immer ein neuer Tag. Und was man in dem Bild jetzt sehen kann, der Markt, der ist hier in einem Abwärtstrend. So, ne? Und jetzt ist es meistens so, wie ich es in dem Setup davor auch schon beschrieben habe, gut, wenn man in den Trend hinein den Einstieg machen kann. Das heißt quasi, wir sollten uns an einem Pivotpunkt befinden, am besten sogar an einem Extrem, also umso weiter außen er liegt, umso besser. Und dann muss der in einem Abwärtstrend eben von unten sich die Kopf stoßen, sodass man den Short-Einstieg durchziehen kann. Und damit man das Ganze nicht manuell durchsuchen muss, gucken wir uns das eben im Forex-Screener mal an, wie man so ein Setup, also uns fehlt jetzt quasi noch die Komponente des Abwärtstrendes, wie man das Ganze einstellen kann und entsprechend auch sich finden lassen kann. Und zwar würde ich jetzt auch mal die anderen Filter herausnehmen, Zeitintervall und dann auch die Asset-Kategorie, damit unser Suchspektrum einfach ein bisschen größer ist. Und wir suchen jetzt vielleicht einfach mal nach einem Abwärtstrend, den wir gleich einstellen werden und sagen, dass der Kurs an einem R3-Punkt sich befinden soll. So. Und neben dem Pivotpunkt R3 muss man jetzt eben noch sagen, dass der Markt in einen Abwärtstrend zeigen soll. Zwar haben wir eine Sektion mit Trendfiltern,
Und man kann hier diese Gruppierung, Trendrichtung einfach ausklappen und sagt entsprechend, es soll sich um einen Abwärtstrend handeln. Und jetzt ist es so, der Forex-Screener, der guckt auch auf die verschiedenen Zeitintervalle. Und es könnte eben sein, dass er einen Abwärtstrend auf M1 findet und der Markt jetzt dort auch am Pivotpunkt R3 ist. Um das Ganze eben einzuschränken, müssen wir jetzt noch ein Zeitintervall eingeben, worauf sich quasi die Trendrichtung bezieht. Also, dass wir sagen, er soll entweder auf Tagesbasis gucken, so wie ich es in dem Setup gerade gezeigt habe, oder er soll vielleicht auf Stundenbasis gucken oder H4-Basis gucken, aber auf jeden Fall nicht auf Minutenbasis, weil das ist ein bisschen zu kurzfristig. So dass wir das Ganze hier vielleicht mal eingeben können. Sie gucken einfach mal auf D1. Und als zweites Kriterium haben wir dann eben unser Pivotpunkt R3. Und dann schauen wir mal, okay, haben wir jetzt leider nichts gefunden? Gibt es quasi nichts, was das erfüllt? Das heißt, ich erweitere die Filter mal ein bisschen und guck mal, ob wir was anderes finden. Leider nicht. Dann würde ich sagen, ich richte das einfach mal, also ich negiere das einfach mal, anstatt wir jetzt nach einem Abwärtstrend suchen, wo er dann quasi an einem Pivotpunkt ist. Gucken wir einfach nach einem Aufwärtstrend und sagen, er muss auch an dem Pivotpunkt sein, aber dann eben an dem Supportpunkt S3 und in einem Aufwärtstrend. Und dann schauen wir mal, ob wir da was finden. Jetzt haben wir hier sogar ein Ergebnis. Ist eine Aktie. Mal gucken, wie das Ganze aussieht. Da ist sehr eng. Die Pivotpunkte, die liegen eben sehr eng beieinander. Ich glaube, das wurde aber falsch berechnet. Das sieht mir gerade ein bisschen nach einem Fehler aus. Das sieht komisch aus, ja. Nee, ich glaube, hier muss es einen Berechnungsfehler geben, da weiß ich gerade nicht, was der Forex-Screener hier getan hat. Dann gucken wir nochmal auf einem tieferen Zeitintervall und vielleicht auf einem anderen Pivotpunkt. Aufwärtstrend 2. Schauen wir mal, ob wir hier was gefunden haben. Ja, das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Okay, das sieht auf jeden Fall viel besser aus. Ich glaube davor, ja, ich denke, man sollte eben den Aufwärtstrend oder Abwärtstrend lieber auf Stundenbasis suchen und nicht auf Tagesbasis gehen. Genau, also für jeden, der das Problem vielleicht auch mal hat, das als Reminder. Und ja, man sieht jetzt hier, dass hier quasi ein ja, Aufwärtstrend haben, weil dieses Tief hier eben noch nicht unterbrochen wird. Zwar würde quasi, wenn das Tief hier einmal unterschritten wird, würde das Ganze nicht mehr als Aufwärtstrend erkannt werden, aber so scheint das Ganze eben noch im Takt zu sein. Und wir haben hier ja eine fette Bewegung schon seit längerem, die nach oben geht. Und jetzt ist eben die Frage, an welchem Punkt macht der Markt ein neues Hoch, beziehungsweise startet seine impulsive Bewegung, um ein neues Hoch zu eventuell zu erreichen. Und das sind eben genau die Momente, wo wir dann die Pivot-Levels brauchen. Und zwar die extremeren. Also wir sind jetzt gerade an dem Pivotpunkt S2. Ein bisschen schöner wäre es noch gewesen, wenn wir an dem Punkt S3 gewesen wären. Aber in diesem Fall ist es nicht ganz so schlimm, weil man sieht jetzt hier das Hoch quasi oder die Hochs von davor, die sind auch genau bis zu dem S2-Level gelaufen und bilden dort quasi den Widerstand, wo wir jetzt so gerade schon sind. Das heißt, ich kann das vielleicht auch mal kurz einzeichnen. Jetzt hier quasi genau an so einem Level und stechen von oben genau in dieses Level rein.
Und wie man jetzt eben das Ganze in einem Trade verpacken könnte, ist, indem man quasi ja natürlich long geht und den Stop-Loss nicht weit genug, nicht zu weit von diesem aktuellen Widerstand eben packt. Also vielleicht, ja, ich würde ihn nicht viel weiter als Pivotpunkt S3 packen und dann eben darauf hoffen, dass der Markt langfristig gesehen, es ist ja Stundenchart, in Richtung Long geht. So, und das wäre das Setup, was man hier gefunden hat. Okay, dann würde ich gleich noch mal schauen, was wir für ein weiteres Setup haben. Ah ja, wir haben hier noch mal einen Screenshot, was sich quasi auf das erste Setup bezieht, also was ich hier gezeigt habe. Das Ganze noch mal als Trade-Screenshot. Haben wir eben genau die Einstiege quasi am Punkt R3 Richtung Short eingestiegen. Der Markt ist ein Abwärtsmarkt und wie gesagt, in Trendrichtung einsteigen ist auf jeden Fall besser, als wenn man quasi gegen Trendrichtung einsteigt. Gerade wenn man es ein bisschen längerfristig vorhat zu halten. Und hier entsprechend bei dem Trade wurde der erste Einstieg sogar am Pivotpunkt R2 schon gemacht, dass der Markt aber nicht direkt abgeprallt, sondern noch weiter gelaufen. Stop-Loss war dann wahrscheinlich nicht weit über dem Punkt R3, so dass hier einfach ein zweiter Einstieg getätigt wurde, um zu verbilligen. Also so haben wir quasi nicht mehr den Eröffnungspreis von dem Level R2, sondern eben den Durchschnitt von den beiden Kursen, der dann halt hier in der Mitte liegt. Und sind dementsprechend ein bisschen billiger reingekommen und hier an einem Level am nächsten Pivotpunkt R1 wurde der Trade dann einfach aufgelöst. So, das nochmal als Beispiel und ja, gucken wir uns einfach das nächste an. Wir haben ja noch ein, zwei Setups. Hier haben wir quasi folgendes Szenario. Wir haben hier wieder die Punkte P, R1 bis R3 quasi eingezeichnet. Und jetzt ist es eben in manchen Märkten so, man hat gar nicht immer so eine klare Trendstruktur. Also manchmal hat man hier so ein bisschen ja, Seitwärtsmarkt. Und dann ist es manchmal aber so, dass ein Impuls auf einmal kommt und der Markt explodiert oder hat eben ein sehr starkes Momentum. Und bei sowas kann man sich dann auch immer fragen, wie weit der Markt dann laufen wird mit seinem Momentum. Und in den meisten Fällen ist es meistens ein Widerstand. So, ne? Und hier könnte man den Punkt R3, der quasi der äußerste nach oben, wieder nehmen, um so ein Momentum abzufangen und in die Korrektur zu shorten. Oder andersrum, wenn man sich das Ganze eben umdreht, ne, könnte man das Ganze auch mit dem Punkt S3 machen, um dann quasi in die Korrektur reinzulongen. Wie das Ganze aussieht, hier haben wir das gleich mal als Beispiel verpackt, bevor wir uns die Filter dazu angucken. Sieht man eben, der Markt davor ist hier ja, rumgeschrabbelt, ne? Keine eindeutige Richtung. Und auf einmal, bam, geht das Ganze, ja, peakt nach oben. Und man muss mal hier gucken. Okay, das ist jetzt nochmal ein anderer Screenshot, aber hier sieht man eben, ist das Ganze so ein bisschen auf den Widerstand gestoßen und die nächste Kerze, die korrigiert eben genau bis ein Level weiter, um dann halt das Momentum vorzuführen, sozusagen. Und man kann das Ganze entsprechend dann halt so ausnutzen, dass man sagt, man ist bei dem Punkt R3 eben achtsam und versucht eben dort reinzuschorten bis zum nächsten Level, um dort ja rauszugehen. Und man kann eben schauen, ob man nur rausgeht oder sogar wieder quasi ein Contra-Trade eingeht und das Ganze in die ursprüngliche Richtung mithandelt. Ich würde Ihnen an der Stelle mal zeigen im Forex-Screener, wie Sie
Momentum-Filter benutzen können. Und zwar also es gibt ja verschiedene Indikatoren, die quasi ein Momentum indizieren. Und einer der Filter ist beispielsweise der RSI-Indikator. Also wenn man den jetzt alleine mal einstellt und wir sagen, wir wollen uns alle Assets anzeigen lassen, die einen größeren RSI-Wert als 80 haben, dann findet man hier eben auch 7 Ergebnisse und man sieht die Märkte in der Vorschau, das sind alle so eine Peaks. Also alle, die jetzt so ein hohes Momentum haben, kann man sich auch mal angucken. Hier haben wir eine Aktie auf M1. So, aber hier ist, glaube ich, der Markt auch gerade zu, logischerweise. Deswegen schauen wir mal nach einem anderen US-Aktie, die auch gerade sehr am Explodieren ist. So, und dann sieht man hier, ist der RSI-Indikator bei der letzten abgeschlossenen Kerze bei 82,1. Und ja, so hat man eben einen Indikator oder so kann man herangehen, wenn man jetzt nur nach Märkten guckt mit hohem Momentum. Ich kann ja noch einen weiteren Filter vorstellen, mit dem man sowas auch findet. Das ist quasi unser Power Candle Indikator. Kann man hier oben einfach mal Power Candle eingeben. Kommt auch relativ selten vor, dass so eine Power Candle sich im Markt zeigt. Von daher schauen wir mal, okay, hier haben wir doch jetzt gerade was gefunden, Schwein gehabt. Gucken wir mal rein. Ist quasi der Power Candle Indikator, der solche Ausschläge anzeigt und dieser Ausschlag, der muss in der gleichen Kerze sein, ne? Ich würde ja auch bei manchen Sachen, ich habe ja gerade nach allen Assets gesucht, hier haben wir jetzt gerade einen Exot. Und bei den Exoten muss man immer ein bisschen aufpassen, also doppelt checken nach den Spreads. Also bei den exotischen Währungspaaren ist der Spread immer ein bisschen höher als bei den Major-Paaren logischerweise. Und dementsprechend am besten einfach den Ask und Bitkurs anzeigen lassen, Rechtsklick-Eigenschaften und dann Ask-Preislinie anzeigen. Und dann sieht man eben auch die rote Linie, ist der Ask und hier haben wir noch den Bitkurs. Und wenn die Kurse jetzt zu weit auseinander sind, dann würde ich natürlich auch kein Trade eingehen, beziehungsweise muss das Ding dann schon 110% safe sein, was es ja in den meisten Fällen halt nicht ist. Okay, jetzt kennen wir die beiden Momentumfilter und jetzt kann man eben schauen, dass man das Ganze mal kombiniert, um dann eventuell ein gutes Setup zu finden. Ich würde jetzt doch mal den RSI-Indikator nochmal nehmen. Und wir schauen einfach mal nach RSI über 80, weil das haben wir ja gerade schon. Nehmen wir mal RSI unter 20, vielleicht auch ein bisschen weniger, damit wir auch was finden. Und gehen dann quasi auf den Pivotpunkt S3. Gucken mal, ob wir hier ein Ergebnis haben. Ja, also ich guck auch immer auf die Zeitintervalle, die habe ich jetzt nicht rausgefiltert. Hier beispielsweise M1 handle ich eher selten. Kann man sich natürlich trotzdem mal angucken, wie das Ganze aussieht. Okay, ist jetzt schon offen und ja, man sieht, der Widerstand hat hier überhaupt nicht gehalten. Also ist jetzt gerade eher so das Gegenteil, dass er einfach komplett überlaufen wurde. Und dann von unten sogar nochmal angetestet wurde. Das heißt, die Nummer hier ist gar nicht safe. Aber wie gesagt, ich handle meistens auf den tiefen Zeiten dabei noch eh nicht. Das geht mir meistens ein bisschen zu schnell. Und ja, lieber eher so auf Stundenintervalle. Meine persönlichen Favoriten. Ansonsten können wir hier, haben wir noch was Höheres, M30, eine niederländische Aktie. Können wir auch mal reingucken. Das sieht vom
Bild her schon mal ganz gut aus, weil der Kurs befindet sich jetzt auch an solchen Widerständen. Und da ist ja jetzt natürlich auch der S3 halt in der Nähe. Und umso signifikanter ist quasi dieser Pivotpunkt. So. Und ja, das sieht eigentlich nach einem echt coolen Setup aus. Also, hier sieht man genau auf der Linie schon mal ein bisschen runtergestochen. Wurde eben vom Markt. Könnte man auf jeden Fall mal einen Long probieren. Der Stop-Loss sollte dann auch nicht allzu weit weg sein, wie immer. Und dieser Widerstand, der wurde halt schon öfter mal angetestet, also von oben als auch von unten, sodass man eben hier den Trade mal probieren könnte. Kann sich das Ganze natürlich auch auf den höheren Zeitintervallen angucken, sollte man immer mal tun, weil da die Richtung natürlich noch mal anders aussieht. Und ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Also wenn man das hier so als Tief quasi mitzählt, dann sieht es schon nach einem Bruch aus von dem Aufwärtstrend. Wenn man es jetzt nicht so als richtiges Tief mitzählt, dann würde man sich hier quasi schon noch in so einem kleinen Aufwärtstrend befinden, wo die Korrektur jetzt zum Ende gekommen ist. Aber es ist ja oftmals nicht so, dass der Markt nach Bilderbuch aussieht, sondern ja, dass man einfach mit den Gegebenheiten arbeiten muss. Und ich persönlich denke, das sieht nach einem ganz guten Setup aus, nach einem Long Setup. Okay, dann habe ich Ihnen jetzt gezeigt, wie Sie quasi Pivotpunkte mit größerem Momentum kombinieren. Hier sieht man auch nochmal der RSI quasi, der hier einfach sehr gering ist, ne? Wie ja gesagt, dass der um die 30 sein soll. Weniger als 30, genau. Das sieht man da auch nochmal, dass der Indikator quasi mit eingezeichnet wird. So, dann würde ich sagen, schauen wir doch mal in die Folien rein, was wir hier haben. Und ja, wir haben hier nochmal einen wichtigen Punkt, und zwar die Forex-Screener Signale. Und zwar geht es dabei um E-Mail-Benachrichtigungen, die Sie quasi vom Forex-Screener bekommen, wenn Ihr Setup eingetroffen ist. Das heißt, Sie können sich Setups direkt anlegen, können zum Beispiel genau dieses Setup, welches wir jetzt so eingegeben haben, quasi speichern. Dann ist dieser Filter hier so drinne, RSI kleiner 30 und der Kurs soll eben dicht am S3 sein. Und dann können wir unter Filter-Setups quasi sagen, Momentum Aufwärtstrend, drücken auf Enter, dann haben wir das Ganze hier gespeichert. Beim nächsten Mal, wenn wir auf die Seite kommen, ich lade sie jetzt mal neu, dann müssen wir nicht mehr die ganzen Filter eingeben, sondern wir können direkt in die Filter-Setups gehen und hier einfach auf unser angelegtes Filter-Setup klicken und jetzt wurden die Filter automatisch schon ausgewählt. Hat eben den großen Vorteil, man muss ja nur noch einmal durch die Filter-Setups klicken und nicht jedes Mal alles einzeln wieder auswählen. Vor allem, wenn man so viele einzelne Filter hat, kann es manchmal ein bisschen mühselig werden, wenn man dann auch noch mehrere Strategien hat. Man will ja Zeit sparen. Das können Sie auch so, also das kann jeder Forex-Screener-Nutzer, kann sich quasi Filter-Setups anlegen. Und jetzt haben wir die Signale, das ist quasi diese Glocke. Da können Sie einfach draufklicken und das heißt quasi, Ihr Filter-Setup ist jetzt aktiv und wird verfolgt. Und sobald es am Markt eintritt, bekommen Sie eine E-Mail-Benachrichtigung und bekommen das Ganze dann per E-Mail mit Screenshot eben zugeschickt. So. Ich kann das Ganze ja mal kurz zeigen, wie das aussieht in der Vorschau. Jetzt hier mal kurz einen Screenshot gemacht von einem Setup.
So eine E-Mail bekommt man dann. Ich habe jetzt hier ein Setup angelegt mit Hammer, Außenstab und Abwärtstrend. Und man sieht es hier vielleicht so ein bisschen in dieser E-Mail, die geschrieben wurde, sieht man nochmal alle Filter, die aufgelistet wurden. Man sieht das Asset, welches gefunden wurde. Man bekommt eben auch einen Screenshot von dem Bild. Und wenn man jetzt in das Bild nochmal reinguckt, so, dann kann man eben sehen, dass dieses Filter-Setup jetzt hier erfolgt, ja, eingetroffen ist. Wir haben jetzt hier den Hammer, wir haben hier quasi einen Abwärtstrend, der festgestellt wurde. Und hier haben wir jetzt einen Außenstab, das heißt die erste Kerze, die quasi die Vorkerze übertroffen hat und per Schlusskurs überboten hat. Und das ist ein gutes Setup, was ich mir angelegt habe, um ja für Long Trades, um die eben einzugehen und damit ich nicht jedes Mal auf die Webseite kommen muss, die Filter durchklicken muss, sondern ich lasse mich da einfach benachrichtigen, gucke dann in mein E-Mail-Postfach, bekomme es per Push-Benachrichtigung und kann dann entsprechend einen Trade eingehen. So. Und jeder, der sich jetzt ein Konto öffnen möchte bei FXFlat, also der noch kein Kunde ist, der kann das Ganze tun, bekommt dann eben die Signale 3 Monate kostenlos geschenkt. Können Sie einfach auf diesen Link gehen, sich das Ganze mal kurz abtippen. Dann erhalten Sie den Forex-Gewinner-Zugang, der ist sowieso gratis für alle Nutzer, plus die Signale 3 Monate umsonst. Und wer jetzt aber schon den Forex-Gewinner nutzt bei FXFlat, der kann mit unserem Gutscheincode Signale 15 15% sparen auf Lebenszeit und ja, erhält das Ganze eben ein bisschen günstiger. So, dann schaue ich mal auf die Uhr. Okay, ein Setup haben wir noch. Das schaffen wir bestimmt. Ich glaube, Auf wenn wir meiner 2 Minuten Seite kein quatschen. Stress. Sehr gut, das wollten wir hören. Vielen Dank. Genau, dann stelle ich mal noch das letzte Setup vor. Und zwar haben wir natürlich wieder einen Pivotpunkt. Und wir haben jetzt hier diese Linie, die quasi einen weiteren Widerstand im Chart markiert. Und ich habe ja schon zum Anfang gesagt, Widerstände gibt es jede Menge von. Unabhängig von Pivotpunkten kann es auch zum Beispiel eine runde Preismarke sein, die einen Widerstand darstellt. Und wir haben jetzt eben unser Setup, wo wir sagen, es sollen 2 Widerstände, einmal Pivotpunkt und einmal Preismarke zum Beispiel, eben dicht beieinander liegen, beziehungsweise der Kurs soll bei so einem doppelten Widerstand in der Nähe sein. Und das erhöht eben unsere Chancen, damit wir in die Gegenrichtung traden können und erhöht die Chance, dass der Kurs einfach abprallt von so einem Doppelwiderstand. Und ich schaue mal, ob ich hier, ja, hier habe ich so ein Beispiel mitgebracht. Hier haben wir quasi Pivotpunkt S3 und der überlappt mit einer Preismarke. Man sieht auch hier, dass zwischen dem, also beim Pivotpunkt S2, der wurde schon mal von oben ja, so getestet, nicht ganz sauber und ist dann quasi durchgebrochen, trifft jetzt auf diesen Doppelwiderstand, der auch nicht direkt angelaufen ist. Aber man sieht halt, hier bildet sich schon so ein kleiner Boden, könnte man sagen. Das ist eben ein Anzeichen dafür, der Markt wird langsamer, kommt ins Strauchen und wird eventuell in die Korrektur laufen. Man kann auch immer abwarten, wenn der Kurs jetzt an so einem Widerstand sich befindet und schauen, ob er so ins Strauchen kommt, um dann den Stop-Loss einfach darunter zu packen. Aber ja, alles hat seine Vor- und Nachteile. So kann es natürlich auch sein, dass wenn man nicht direkt reingeht, dass man dann den Markt, der eventuell nicht ins Strauchen kommt, direkt verpassen würde. So, ne? Und genau. Ich würde einfach mal sagen, wir gucken uns mal an, ob wir nochmal so ein Setup finden. Und ich zeige einfach mal, wie das Ganze einzustellen ist.
Zwar nehmen wir uns jetzt wieder ja, den Pivotpunkt unserer Wahl. Ich würde hier einfach mal gucken, wo relativ viel am Markt los ist im Vorab, um dann halt weiter nach der Preismarke einzuschränken, weil wenn wir jetzt schon keinen Markt finden, der dicht am Pivotpunkt R3 ist, dann brauchen wir nach dem zweiten Widerstand gar nicht zu suchen, weil das Kriterium kann ja quasi gar nicht mehr erfüllt sein. Also er muss ja am Punkt R3 und an der Preismarke sein. Von daher mache ich hier schon mal die Vorab-Auswahl. Okay. Hier haben wir schon mal zwei Kandidaten. Und dann gucke ich jetzt nach Preismarke. Kann ich wieder in der Suche eingeben, heißt der Filter Distanz zur nächsten Preismarke. Und sage, die soll quasi auch in unmittelbarer Nähe sein. Und dann haben wir hier ein Beispiel gefunden, in das wir quasi mal reingucken können. So. Also, das sieht auf jeden Fall auch nach einem schönen Beispiel aus. Wir haben jetzt die Preismarke, ist quasi die kleinere oder dünnere Linie. Und der Pivotpunkt R3, S3, sorry, ist jetzt die dickere Linie. Die Preismarken werden auch durchgängig eingezeichnet. Also hier wäre dann die nächste bei 1,53 und hier ist er 1,54. Und ja, man sieht jetzt halt schon, ne? Man weiß natürlich jetzt noch nicht, ob der Markt nochmal nach unten zieht, aber das wäre auch schon so ein typisches Bild, sage ich mal, dieses kurze Eintunken in den Widerstand, um dann quasi in die Korrektur zu gehen. Wer vorhin aufgepasst hat, der hat wahrscheinlich auch mitbekommen, ich bin eher Fan davon, dann quasi in den Trend hineinzuhandeln. Das heißt, der super Widerstand müsste sich eigentlich eher auf der Oberseite befinden, weil von hier aus hätte man jetzt eben nur die Korrektur, die man mitnehmen kann. Und die kann eben, ja, die kann eben quasi schon. Könnte hier schon vorbei sein, ne? Oder könnte auch schon quasi hier vorbei sein. Und dementsprechend, das ist aber quasi ein Setup, das funktioniert schon sehr häufig. Also man sieht es auch, wenn man hier zurück schaut mal in den Markt, diesen Doppelwiderstand, der wurde schon öfter mal getestet, von oben und auch von unten. Das ist quasi hier an der Stelle. Dann sieht man es hier nochmal, wo genauso eingetunkt ist. Und dieses Szenario meinte ich eben. Kommt eben dieser kurze Peak, danach geht es zur Korrektur. Aber man hat bei der Korrektur dann natürlich nicht diese große Strecke, die man eventuell mitnehmen möchte, vor allem wenn man dann auf H1 handelt. Hier hat man auch das Ganze, diesen Widerstand, der eben von unten nochmal getestet wurde. Und ja, so hat man durch zwei Widerstände eben eine höhere Signifikanz, die quasi der Widerstand ausmacht. Und er ist einfach so dicker am Markt. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass das Ganze als Abpraller fungieren wird. Und so sieht eben das Setup aus. Ja. Okay, ich denke, ich würde jetzt zum Schluss kommen. Ich schaue nochmal. Nee, das Setup machen wir beim nächsten Mal. Genau. Wir haben ja immer rotierende Themen mit dem Forex-Screener und wir richten uns da so ein bisschen nach der Community, je nachdem, was am meisten gefragt ist. Also wir haben beispielsweise auch Filter zu Außenstäben, Fibonacci und dementsprechend haben wir dann auch Webinare, wo wir das ganze Thema ja, thematisieren und die Filter plus Setups vorstellen, auch nochmal kurz in die Theorie gehen, damit das ganze Thema auch verstanden wird und damit Sie auch genug Inspiration bekommen, um die ganzen Setups zu handeln. Wenn Sie jetzt noch ein Thema haben, was Sie brennend interessiert oder sogar ein Thema, wo Sie sagen, die Filter habe ich aber nicht im Forex Screener gefunden, wünsche ich mir aber, dann können Sie gerne eine Mail an uns schicken. mail@forex-screener.de ist unsere Adresse. Können Sie einfach kurz hinschreiben, ich wünsche mir noch die und die Filter oder ich wünsche mir noch die und ein Webinar mit dem Thema
Und dann werden wir das Ganze aufbereiten für Sie und mit FX Flat zusammen dann halt präsentieren. Und ja, so haben wir einfach ein bisschen dynamischen Content auch, dass wir nicht jedes Mal das Gleiche zeigen. Ja, hier nochmal für Sie. Forex-Screener-Zugang ist kostenlos für alle FX Flat aktiven Kunden. Das heißt quasi, wer bei FX Flat ein Trading-Konto hat, kann auf unsere Webseite gehen und dort einfach sich den freien Zugang beantragen oder das Ganze auch auf der Seite von FX Flat machen. Und Ihr großer Vorteil ist eben, Sie bekommen die Kurse und die Assets direkt aus dem MetaTrader von FX Flat. Also man kennt es vielleicht von anderen Screenern so, man screent und hat dann ein Chartbild gefunden, was dann gar nicht so aussieht wie bei dem Broker, bei dem man handelt, weil die Kurse von einem ganz anderen Broker stammen. Bei uns haben wir das Problem nicht. Dort haben Sie eins zu eins das, wonach Sie im Screener gesucht haben, finden Sie dann auch im MetaTrader bei sich vor, bei FX Flat. Okay, super. Dann bin ich durch mit dem Thema. Ich hoffe mal, dass Sie heute noch ein bisschen was mitnehmen konnten und bedanke mich natürlich nochmal, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und ja, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und sage bis bald. Ja, vielen Dank, Manuel. Vielleicht noch eine Sache. Könntest du noch mal den Link zeigen für den Indikator? Das wurde noch mal gefragt. Das wäre super. Dann können wir das Bild noch zum Abschluss, genau, auch für die Aufzeichnung. Und wie gesagt, vielen Dank für das Webinar. Ich freue mich schon auf den nächsten Termin. Alle, die heute dabei waren, sind ja eh schon für den nächsten Termin auch mit registriert. Wenn Sie Themenwünsche haben, dann können Sie auch gerne sich an uns wenden. Und wir leiten das dann entsprechend weiter. Ich wünsche noch einen erfolgreichen Abend, eine erfolgreiche Woche und würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Ciao. Ciao, ciao.